continuing to burn on the four outboard engines. 13. Go ahead, Dave. And Houston, what's the story on engine 5? Heute ist der 29. Juli 2047. Wir sind hier in Norddeutschland in der Uckermark. Unsere Eltern wurden im Weltwasserkrieg zum Kampf gezwungen. Seit 2 Jahren sind wir an diesem Ort allein. S4B to COI, Roger. Roger, you've got it now, Jim. Hier sind wir vor dem Krieg, dem heißen Klima und der schmutzigen Luft geschützt. Die Temperaturen steigen seit Jahren. Unsere Eltern hinterließen uns starke Pillen und Vitamine, die uns vor Krankheiten schützen. Im Süden ist es kaum noch möglich zu überleben. Dürre und Trockenheit macht eine Landwirtschaft unmöglich. Jeder versucht nun in den Norden zu gelangen, wo es noch Wasser gibt. Hitze und Wüsten, überall. Wir leben von Insekten, die wir selber züchten. Eine Solaranlage versorgt uns mit Energie. Wir schützen uns gegenseitig und sind füreinander da. Das Wasser ist knapp. Unsere Seen trocknen langsam aus. Das Wasser reicht nicht mehr für jeden. Viele Wälder sind von großen Bränden vernichtet worden. Unsere Luft zum Atmen wird knapp. Die chemischen Substanzen vom Krieg stören die Photosynthese unserer Pflanzen. Es wird kaum noch Sauerstoff produziert. Wir pflegen jeden Baum und jede Pflanze, die wir finden können. Sie sind unsere Zukunft. Wir wünschen, der Krieg wäre vorbei und wir könnten endlich bei unseren Familien sein.